Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg. Hallo und willkommen. Heute ist Freitag, der 13. September. Ich bin Markus Stehn und diesen Wochenrückblick mache ich zusammen mit Marc Elbers aus unserer Stadtnachrichtenredaktion. Was ist los in unserer Stadt? Was beschäftigt die Hamburger? Worüber spricht unsere Stadt? Das hört ihr hier in unserem Stadtnachrichten-Podcast. Montags bis freitags, immer um 17 Uhr online, überall, wo es Podcasts gibt. Und pünktlich zum Feierabend um 17:30 beim Radiosender Hamburg 2 auf der 95.0. Fackeln wir nicht lange, starten wir mit dem ausführlichen Wochenrückblick mit Marc Elbers aus unserem Nachrichtenteam. Moin, Marc. Moin. Die Schule hier in Hamburg hatte nach den Sommerferien wirklich noch gar nicht richtig angefangen. Schon gab es am Montag die ersten Drohungen gegen einzelne Schulen. Was war denn da los? Ja, als erstes war rausgekommen, dass am Johanneum eine Mail eingegangen war, in der der Schule gedroht wurde. Da war schnell klar, dass es noch mindestens 4 weitere Schulen betrifft, die exakt die gleiche Drohmail bekommen haben. Und darauf musste die Polizei natürlich reagieren hat mit einem Großaufgebot an alle betroffenen Schulen durchsucht. Also da war richtig was los in den Schulgebäuden, die haben aber nichts Gefährliches gefunden. War das dann nur ein dummer Jungenstreich? Ja, das könnte man so sagen, aber dafür ist die Aktion natürlich ganz schön heftig gewesen. Die Polizei ermittelt natürlich auch weiter und wenn sie rauskriegt, wer die Mails geschrieben hat, dann sieht das für denjenigen nicht gut aus. Denn die Kosten für so einen Polizeieinsatz, die dürften in die Zehntausende gehen. Also da ist das Taschengeld auf jeden Fall weg. Ja, das kann man sagen. Aber das war ja auch nicht der einzige Zwischenfall an einer Hamburger Schule in dieser Woche. Nee, genau. Also es gab auch noch die Bedrohungslage an der Stadtteilschule Eidelstedt. Da hat ein 16-Jähriger aus Lurup einen Großeinsatz ausgelöst, weil er nach einem Streit mit einem Mitschüler nochmal nach Hause gegangen ist, angeblich um eine Waffe zu holen. Das hat natürlich dann viele Schüler erschreckt. Er soll wohl losgegangen sein, hat sich die dann so in die Hose gesteckt, dass man oben den Griff noch gesehen hat. Ach so. Am Ende war das zum Glück eine Spielzeugwaffe und der 16-Jährige ist auch schon wieder zu Hause, weil es keine Haftgründe gegen ihn gibt. Aber da war natürlich die Angst groß. Okay. Unsere Polizei sucht aber immer noch nach dem Mann, der am Montag in der Schanze um sich geschossen hat, richtig? Genau, die Waffe war echt. Oh. Der Täter hatte einen 22-jährigen Mann dort in der Schanze angeschossen und das Opfer kam später mit Streifschüssen ins Krankenhaus. Der Täter ist noch auf der Flucht. Die Mordkommission hat jetzt die Ermittlungen übernommen und ja, gerüchteweise ging es um Streit im Drogenmilieu. Also das Opfer wollte sich wohl auch nicht äußern. Da liegt der Gedanke dann ja immer nah. Der Klassiker. Genau, dass es im Milieu passiert ist. Aber es ist noch nicht alles. Es gab auch noch einen Großeinsatz der Polizei in Barmbek in dieser Woche. Ja, genau. Also die Einsatzkräfte hatten auf jeden Fall alle Hände voll zu tun diese Woche. Da war ganz schön was los. Und das war wirklich eine skurrile Geschichte da. Da hat ein Mann in der Humboldtstraße in einem Thai-Massagesalon hat ihn besucht und währenddessen seinen Bekannten angerufen. Der hatte dann den Eindruck, dass sein Freund verängstigt klingt und hat deswegen mal schnell die Polizei gerufen. Die ist auch gleich los. Mit Sack und Pack und SEK sind die da angerückt, weil sie eine Geiselnahme befürchtet haben. Ah ja, okay. Aber das war es nicht. Vor Ort gab es laut Polizei keine Bedrohungslage. Der Mann im Thai-Massagesalon muss wohl doch ziemlich entspannt gewesen sein. Gutes Stichwort. Rund um die vom Verfassungsschutz geschlossene Blaue Moschee an unserer Alster hat sich die Situation in dieser Woche ja auch ein bisschen entspannt. Denn der Chef des Islamischen Zentrums Hamburg hat sich der Staatsgewalt gebeugt. Ja, genau. Also da gab es eine ganz klare gesetzliche Frist. Mohammad Hadi Mufateh, der war aufgefordert worden, bis Mittwoch 24 Uhr Deutschland zu verlassen. Genau. Er hat dann zwar noch beim Hamburger Verwaltungsgericht einen Eilantrag gestellt, um gegen die Ausweisung vorzugehen, hat er alles versucht, aber kurz vor Ende der Frist ist er dann doch selbst ausgereist. Mhm. Das hat die Innenbehörde uns dann auch bestätigt. War wahrscheinlich auch schlauer, als sich abschieben zu lassen. Die Kosten hätte er nämlich dann selber tragen müssen und das wäre teuer geworden. Ja. Naja, der 57-Jährige darf jetzt jedenfalls die nächsten 20 Jahre nicht wieder einreisen nach Deutschland. Okay. Wie schlage ich jetzt die Brücke nach Dresden? Naja, es geht halt um eine Brücke. Das war ein ganz schöner Schock Mittwochnacht, oder? Oh ja. Also wer rechnet auch damit, dass eine Brücke, die erst 1971 gebaut worden ist und ja auch immer wieder technisch überwacht wird, wie das ja mit allen Brücken so ist, einfach einstürzt. Genau. Das war großes Glück im Unglück, kurz bevor die Carola-Brücke über die Elbe auf 100 Metern Länge in den Fluss gestürzt ist, war ja noch eine Straßenbahn über die Brücke gefahren. Da fahren ja Straßenbahnen rüber. Da ist wie durch ein Wunder niemand verletzt worden. Jetzt werden natürlich alle 130.000 Brücken in Deutschland nochmal genau unter die Lupe genommen, um dann vielleicht Mängel doch noch festzustellen. Klar. Und das ist auch passiert an der Norderelbbrücke der A1, ne, zwischen Bremen und Lübeck. Bis auf Weiteres ist die jetzt für Schwertransporte gesperrt. Da wurde schon Ende Juli ein Mangel festgestellt und sowas wird dann ja immer im Nachhinein nochmal überprüft. Da hat man sich jetzt aber entschlossen, das machen wir jetzt mal ganz schnell, das nochmal genauer anzuschauen, sicher. Ne? Besser ist das. Nach dem ganzen Wahnsinn kommen wir zu unserem Wochenende. Das Wetter soll ja wieder schöner werden und da hast du noch einen Tipp für alle Alster-Freunde.
Ja, für alle, die gern mit unseren Alsterschiffen unterwegs sind, denn die Eilbeek ist das zweitälteste Schiff davon in unserer Stadt und schon seit 1952 im Einsatz. Und da gibt's jetzt was Neues, denn seit dieser Woche fährt sie statt mit einem Dieselmotor mit zwei neuen Batterien in einem Elektromotor. Ah. Ja, und Verkehrssenator Agnes Terhaks, der ist natürlich begeistert, weil der E-Antrieb umweltfreundlicher ist als so ein Dieselmotor. Und die Eilbeek ist schon das dritte Schiff, das jetzt emissionsfrei über die Alster schippert. Wasser ist das Stichwort. Heute ist die letzte Chance, nochmal ins Freibad zu gehen, oder? Ja, genau. Also das geht auch nur noch an ein paar Standorten, denn ab morgen sind die beiden letzten, die noch offen haben, das Kaifu-Bad und das Bontenwald-Freibad, endgültig dicht für die Saison. Dann ist das durch. Dienstag hatten schon andere Bäder geschlossen, unter anderem das Naturbad Stadtparksee, das in Beisch steht, und die Freiweder in Finkenwerder und Neugraben, die haben auch dicht gemacht, wegen des durchwachsenen Wetters, heißt das von Bäderland. Deswegen waren in dieser Saison wohl auch weniger Besucher da als im letzten Sommer. Viele Gäste haben dann laut Bäderland auch lieber die Hallenbäder genutzt, anstatt dann ins Freibad zu gehen, weil ja, es hat ja auch wirklich viel geregnet auch zwischendurch den das Sommer. Das stimmt, ne? Hat man fast wieder vergessen. Okay, wenn wir jetzt am Wochenende nicht mehr ins Freibad können, hast du dann einen anderen Tipp für uns? Ja, wie wäre es denn mit der Hamburger Theaternacht am Sonnabend? Da zeigen mehr als 30 Theater zum Auftakt der neuen Spielzeit Ausschnitte aus ihrem Programm. Es gibt mehr als 200 Programmpunkte, exklusive Premierenvorschauen, Blicke hinter die Kulissen. Man kann direkt mit Schauspielern sprechen, wenn man möchte, Kostüme kaufen und noch viel mehr. Und Kinder können sich sogar mal im Ballett und in der Oper versuchen, wenn sie nicht wollen. Schlecht. Die Preise für die Tickets, die starten schon bei 10 Euro. Also da kann eigentlich jeder mal vorbeischauen und sich das mal angucken. Ne? Absolut, klingt bezahlbar. Also quasi Theater zum Reinschnuppern, nicht schlecht. Genau. War also wieder echt eine volle Woche in unserer Stadt. Danke Marc, und unseren Wochenrückblick hört ihr immer freitags hier bei uns. Und das müsst ihr heute noch wissen. Bei einem Unfall mit einem Lastwagen am Baumwall heute Mittag ist eine 71-jährige Radfahrerin tödlich verunglückt. Notfallseelsorger des Deutschen Roten Kreuzes mussten mehrere Menschen am Unfallort betreuen. Die Polizei sucht Zeugen. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast. Montags bis freitags immer um 17 Uhr. Am Montag hört ihr dann wieder wie gewohnt den Ausblick auf die Woche mit Matthias Adler, dem Herausgeber des Hamburger Tagesjournals. Abonniert uns gern, empfehlt uns weiter, und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr uns jederzeit erreichen unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Markus Stehn. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.